großen Applaus für das neueste Mitglied im Team Ringkampf, Veit Müller! Ja, das ist ein bisschen her, ne? Ja, ich weiß noch, wie du mir auch im Training den Arsch versohlt hast. Naja, du, guck mal, ich kann mich noch erinnern, dass du angefangen hast damals in Hamburg. Ja. So, und das Potenzial war ja immer da. Ne? Ja. Ich hab dir das ja erzählt, wir stehen ja im Kontakt. Ich finde echt großartig, was du in letzter Zeit abgerissen hast. Die Steigerung von damals zu heute ist unglaublich. Hamburg, hast wahrscheinlich einer der härtesten Gegner, einer der besten in dem, was wir machen, in Hamburg gegenüber gestanden. Hast deinen Mann gestanden, hast vor den Hamburger Jungs gekämpft bis zum geht nicht mehr. Ich bin echt stolz, dass du dabei bist und ich weiß, dass du das hier mit Stolz trägst. Du, Ringkampf ist in deinem Herzen und ich freue mich echt, dass du jetzt auch bei uns dabei bist. Das ist eine schöne Sache. Oh, der Herr. Herzlich willkommen, Müller. Danke dir. Hast es verdient. Weil am Ende des Tages geht nicht darum, ob ich ihn persönlich leiden kann oder nicht. Aber eins weiß ich, von allen anderen, die hier rumtouren, der Mann trägt unseren Sport im Herzen. Und er steigt in den Ring für die beste sportliche Leistung des Abends. Und am Ende macht es das aus. Müller, eine große Verantwortung. Das weiß ich und ich werde sie mit allem Herzen erfüllen. Mach das. Wie fühlt es sich an? Großartig. Ist cool. Nach all den Monaten und Wochen Schweiß, Blut und Tränen, endlich. Ich hab's gesehen. Ja. Die Schlacht gegen Walter in Hamburg. Das Match davor mit Walter zusammen. Wir haben viel intern geredet. Walter, der ich die ganze Zeit schon auf dem Schirm hatte. Und wir haben schon immer drüber nachgedacht, okay, ja, viele von uns gehen den anderen Weg. Viele von uns sind den anderen Weg gegangen und uns war schon klar, dass das für uns hier und gerade für die, die es halt auch im Ring präsentiert haben, halt Axel Dieter, Walter, Thatcher, dass das nicht ewig so weitergehen kann, weil ja, Zeiten kommen und Leute gehen weiter und wir sind uns sicher, ich bin mir sicher, dass du definitiv ein würdiger Repräsentant für uns bist. Und danke. Ich meine, vor Karat, wir haben uns nie irgendwie getroffen. Aber wenn ich in die Augen schaue, dann sehe ich einen Ringkämpfer. Und ich bin mir wirklich sicher, speziell, was ich gesehen habe am Karat-Tag, dass du der Richtige für uns bist. Danke, Axel. Gerade auch von dir diesen Respekt zu bekommen und wie du schon gesagt hast, obwohl wir uns nie begegnet sind, dass ich dich trotzdem überzeugen konnte, dass du so an mich glaubst. Ich danke dir. Hast du verdient. Danke. Gratuliere dir. War nie vergessen. Die Mathe ist heilig. Jedenfalls.